Sagen wir, ich habe. Hallöchen und willkommen zu einem weiteren neuen Case Opening. Ich bin gerade am Livestream und habe hier super viel gechillt, erzählt, gezeigt, wie ich schneide und was sehe ich und erzähle ein bisschen so drum und dran. Und dachte mir, ich nehme jetzt noch hier finally zum Schluss ein Case Opening auf. Denn es kam in den letzten, es kam jetzt über eine Woche kein Case Opening mehr. Und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir mal wieder eins. Mit mir am Teamstick ist der Dominik. Moin. Der ist bei Tippi. Hat der spendiert und deswegen den Unfähigrang auf dem Teamstick. Wenn ihr beischauen wollt, unten ein Link ist. Unten in der Beschreibung ist ein Link dazu. So, aber jetzt wollen wir da nicht lang quatschen. Wenn ihr übrigens Kram habt, den ihr loswerden wollt, dann unten in der Beschreibung ist ein Trade-Link. Da könnt ihr mich anhandeln, wenn ihr zum Beispiel mal Schlüssel sponsern wollt. Oh Mann! Jawohl, ja! Rastet richtig aus. Ja! Anubis! Anubis! Ja, Laune. Wenn du gerade hattest. Rote Beete, mach dein Ding, du machst das schon richtig. Wenn du gerade die Hoffnung hattest, dass es im Stream angezeigt wird, ich nehme gerade mit Bandicam auf, das heißt. Man sieht deine Spende nicht. Aber Anubis hat gerade 5 Euro im Livestream gespendet. Er schreibt, rote Beete, mach dein Ding, du machst das schon richtig. Danke dir für die Spende. Ah, so, machen wir nochmal weiter auf hier. Und gucken, ob wir was rausbekommen. Ich habe einen Teamstick. Ja, der ist early.de. So, und wenn ihr, ach ja, was ich eigentlich sagen wollte. Wenn ihr nämlich spendet, Schlüssel und so weiter, werde ich das natürlich auch im Video erwähnen, dass die Schlüssel von euch gesponsert wurden. Wenn ihr euch fragt, wo ich das Case Hardened und das Gorged her habe, und das Blue Steel, das habe ich, sagen wir mal, indirekt gekauft. Da gibt es so eine Lotterie in dem Sinne. Da kann man bezahlen und dann bekommt man zufällig etwas raus. Ja. Ich hoffe, dass ich noch irgendwas Cooles kriege, aber ich habe irgendwie die Hoffnung, beziehungsweise ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir nur Kacke kriegen. Ich mache Revolver auf, weil wir da auch alle aktuellen Skins kriegen von den Messern. Da ist nichts, was wir nicht kriegen, deswegen dachte ich mir, machen wir die auf, weil ich finde. Es ist immer Abwechslung nötig, weil die Chroma 2 Skins finde ich stinklangweilig. Ich denke mal, die Royal Paladin hat auch einen Wert und ansonsten, klar, in Chroma gibt es hier die Dingens, die Hyper Beasts. Aber so, ja, klar, ich kann auch die Royal Paladin ziehen, die hat auch einen Wert. Ansonsten kann ich halt die Point Desiree ziehen, Desiree oder wie auch immer die ausgesprochen wird, die AK. Und das wäre halt schon ein ganz. Ist es dem Spiel sein Ernst? Das wäre halt schon ganz chillig, wenn ich die ziehen würde. Weil die hat nämlich einen ganz guten Wert. Also die ist jetzt auch nicht krass unterwegs, aber ich finde die Skins generell einfach schöner hier in der Collection. Klar, Revolver ist kacke. Ansonsten finde ich die eigentlich ganz. Hast du gerade das gleiche gezogen? Sagen wir, ich habe. Hast du mein Leben? Ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben. Warum denn? Leute, 200 Leute im Livestream und ihr kriegt den alle. Warum höre ich mich selbst? Ich höre mich selbst. Ach, Dominik, ich höre mich selbst bei dir. Jetzt nicht mehr. 200 Leute im Livestream und die kriegen live mit, wie ich fucking knife sie, Alter. Ihr seid so lacker, dass ihr noch alle hier geblieben seid. Ey, Leute, ohne Scheiß, ihr seid meine Glücksbringer. Irgendwer von euch unter euch ist mein Glücksbringer. Das heißt, im nächsten Case Opening, im Livestream, müsst ihr alle dabei sein. Wie sie alle abgehen, ey. Boah, das muss ich jetzt twittern. Moment. Oh. Ja, du hast doppelt gehört, dass ich gerade meinen Kopfhörer von meinen Ohren weggenommen, weil du so geschrien hast. Hat da weh in den Ohren. Oh, geil. Ich will mal sehen, wie jetzt gleich die View-Zahl nochmal hochgeht. Oh, geil. Schönes Ding, Leute. Ist nicht passiert. Ist nicht im Ernst passiert gerade. Oh, geil, ey. Geil, Anubis, ne? Du bist mein Glücksbringer. Du musst jetzt in jedem Livestream, in jedem Case Opening, was ich livestreame, dabei sein. Anubis, ohne Scheiß. Schleck dir die Füße, ey. Geile Ding. Ja. Endlich mal ein schönes Case Opening. Und wo ist Dalu? Nicht da. Aber warum ist das so hässlich, Mann? Warum sehe ich ein Scorched? Es ist Kampfspuren. Es ist ein fucking Scorch. Kampfspuren. Na, wer ist hier? Willkommen! Und herzlichen Glückwunsch! Danke. Wow. Also, ich muss schon echt sagen, ich bin minimal enttäuscht, dass ich so einen Kack gezogen habe. Mann, aber ich habe Knife gezogen. Wie geil ist das denn bitte? Das hat einen Wert von, wow, 60 Euro.
Aber 60 Euro ist doch auch schon mal was. Wenn du überlegst, wie viel Geld ich jetzt wieder in CSGO investiert habe, bis ich diesen Knife gezogen habe, lohnt sich das eigentlich. Ich habe, glaube ich, insgesamt schon 3.000 Euro insgesamt in CSGO investiert. Und ja gut, ich habe jetzt, glaube ich, fast 2.000 Euro plus 2.000 Euro gemacht, also 1.000 Euro minus. Aber ne, trotzdem. Es ist halt wirklich kacke. Und ich habe dann halt auch noch so ein Glück, dass ich eins ziehe, was Kampfspur ist. Alter, ich habe einen Knife gezogen. Ich wäre gerne mehr abgegangen. Ich hätte wirklich gerne die Bude auseinandergenommen und geschrien, weil ich dachte, ich werde keins mehr ziehen. Aber das Problem ist, was mache ich denn hier? Bin ich behindert? Ich mache noch mehr Kisten auf. Hallo? Jetzt muss ich die Chance gerade nutzen. Ich mach noch mal 5 in diesem Case-Opening auf. Komm, ziehen wir jetzt durch. Mach noch mal 5 weiter. Vielleicht haben wir gerade Glück. So, nee, aber ohne Scheiß, ich wollte eigentlich mehr die Bude auseinandernehmen. Das Problem ist, es ist gerade, wie spät ist es? 12:30. Oh, ich habe fast mein Handy weggeworfen. Es ist 12:30 und da kann ich nicht so eskalieren. Dann reißt mir erstens Kati den Kopf ab. Factory New, wenn ich es richtig sehe. Dann kommt die Nachbarin. Und dann kommt die Nachbarin. Es ist Factory New Star Trek. Was ist denn los? Wir machen, nee, ich guck gar nicht erst, wir machen weiter auf. Boah, Alter, heute. Okay, merkt ihr die Uhrzeit ab? Jetzt mal immer diese Case Openings um diese Uhrzeit. 12:30. Okay, um 12:30. Ich mache in Zukunft nur noch um 12:30 Case Openings. Ich mache jetzt nur noch um 12:30 Case Openings. Und abgenutzt, schade. Aber egal. Alter, ich mache nur noch um 12:30 Case Openings. Was ist denn los hier? Was ist denn los? Was ist denn los? SB Twitch schreibt auch, alle öffnen. Liegt am Schnittprogramm. Nee, das habe ich ja nicht mal mehr offen. Boah, was ist denn los, Alter? Ohne Scheiß, ich habe einfach einen fucking Knife wieder gezogen, ey. Komm schon, ich glaube, das Luck ist vorbei. Es ist nach 12:30. Oh. Boah, geile Ding, ey. Einfach mal einen Knife gezogen. Eine abgesägte Schrott. Alter, da war eine Hyperbeast. Ihr habt das gesehen. Komm, ich mach noch eine weitere Kiste auf. Eine letzte. Und machen eine Huntsman-Kiste auf. So, komm. Huntsman, dann haben wir ein fettes Case unbedingt mal ohne Scheiß, ne? Ah, so startet man ins neue Jahr. Tiger Blue 9. Oh, gib mir wenigstens die Heaven Guard Star Trek. Wenigstens, mindestens. Danke. Wenn jetzt Factory New ist, ne, schade. Wäre die Factory New gewesen, hätte ich noch eine Kiste offen. Mach noch eine Revolver auf, ihr kennt mich ja, ne? Machen wir noch. Weißt du, das müssen wir ausnutzen. Das müssen wir ausnutzen. Jetzt fängt's an. So, Leute, ich werde auch trotzdem sagen, wir sind bei dem Video im Livestream nicht. Keine Sorge, Livestream geht noch kurz. Im Video sind wir jetzt aber beim Ende angekommen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ultra freuen, wenn ihr den Däumchen nach oben gebt. Ja, Scorched ist mega hässlich. Es hat Kampfspuren. Es ist das beschisseste. Also gut, es ist, ne, es ist jetzt immerhin. Guckt mal hier. Also das hier könnt ihr ignorieren. Ich muss schon sagen, das hier finde ich jetzt. Eigentlich, wobei, nein, das finde ich eigentlich schlechter. Das ist mein erstes Messer, was ich gezogen habe. Das war wieder ein Scorch. Ich glaube, jedes Jahr ziehe ich als allererstes Messer ein Scorch oder so. Da finde ich das hier sogar wirklich. Oh mein, nein. Es ist beides hässlich. Es sind beide Messer ultra hässlich. Ja, aber immerhin Knife gezogen. Ich kam da nicht drauf klar. Ich dachte gerade, das wäre ein Scherz oder so, als da das Knife gedroppt ist. Ich dachte, das Spiel verarscht oder das geht gleich vorbei. Ich habe das mir erstmal gar nicht gecheckt, ey. Geile Ding. Gut, Leute, danke fürs dabei sein. Gebt ein Däumchen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und schaut unten in der Beschreibung, ist noch ein Link zu einem Case-Opening. Wenn das 16.000 Likes mindestens erreicht, mache ich 160 Euro Case-Opening. Wenn ihr mir was spenden wollt, unten in der Beschreibung ist ein Link. Da könnt ihr mich antraden. Ansonsten schaut bei Tippi vorbei, da ist super geschmeidig. Danke fürs dabei sein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.